Hey Leute und herzlich willkommen im Clan Channel, ich bin's wieder, mein Elias. Und heute habe ich ein weiteres Tutorial für euch. Und zwar zeige ich euch heute wieder einen weiteren Teil vom Easter Egg. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr an diesem speziellen Ort hier reisen könnt. Und ihr seht, er sieht hammergeil aus. Und es ist auch wirklich nicht schwer. Ich habe es selber herausgefunden, beziehungsweise mit ein paar Freunden habe ich vorhin Zombie gespielt und ich habe es dann herausgefunden. Und ja, was ihr dafür tun müsst, um dahin zu kommen, zeige ich euch jetzt. Und zwar braucht ihr zwei Teile. Und beide sind in der Nähe vom mittleren Pack-a-Punch. Und um das erste zu bekommen, geht ihr einfach hier runter. Und einfach der Treppe dann folgen, links lang rumgehen, oder ist eigentlich egal, wo ihr unten angeht. Ja, und im Kinomodus sieht man leider nicht die Teile, die da liegen. Und deshalb könnt ihr sie halt nicht sehen. Aber ihr habt ja gerade gesehen, ich habe jetzt aufgenommen, also es liegt da. Die Positionen sind natürlich immer unterschiedlich, ihr müsst dann halt selber finden. Bei mir war es jetzt da und das ist bei allen so. Ich werde euch dann auch nochmal nachher hinweisen, wo es noch so sein könnte, dass die Teile woanders liegen. Hier ist dann auch noch eins, und zwar ist die schwarze Schallplatte. Das könnte natürlich auch woanders liegen. Vielleicht habt ihr ja Glück und es wird genau da liegen. Müsst ihr euch einfach ein bisschen auf der Map umschauen, habe ich natürlich auch gemacht. Und ja, wie gesagt, das zweite Teil liegt da. Und wenn ihr dann beide Teile habt, dann geht ihr hinten hin, wo ich jetzt bin. Und zwar ist das beim sechsten Generator. Das ist hinter dem Panzerhaus. Viele Leute haben nicht gewusst, was das ist. Ihr müsst dann einfach noch was aufkaufen, wo die Treppe hoch ist, neben dem Panzer. Und ja, da müsst ihr einfach folgen. Und wenn ihr das dann da hinbaut, die zwei Teile, die ihr gesucht habt, dann seht ihr jetzt hier, es bildet sich ein Teleporter. Ja, und da geht ihr dann einfach rein, sobald es fertig gebildet hat. Ihr müsst keine Angst haben, da passiert nichts Schlimmes. Den Teleporter kann man nicht nur hier bauen, es geht auch woanders. Es kommt auf die Schallplatte drauf an, die ihr habt. Und ja, dann wie schon gesagt, ihr müsst das alles selber herausfinden, wo eure Teile sind, in welchem Spiel ihr halt gerade seid, wenn man das so sagen kann. Und ja, das war es eigentlich schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr die nächsten Videos von mir aussehen wollt, dann abonniert mich einfach und die Videos werden auf jeden Fall in eurer Subbox erscheinen. Und nehmt euch 2 Sekunden und lasst diesem Video eine Bewertung da. Es freut mich sehr, es würde mich sehr motivieren, Videos zu machen dann dadurch. Und ich habe auch schon in den letzten 2 Videos jetzt, glaube ich, so 14 Abonnenten dazu bekommen. Es freut mich echt sehr. Und ja, ich hoffe, ihr unterstützt mich weiter dabei. Und ich bin dann weg. Haut rein.